Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Fallout 4 mit der Maya Müller hier am Start und der freundlich Fashion Piper. Wow, wie ich das vermisst habe, das anzusagen. Ja, wir wollten mal gucken, wie das hier der Status ausschaut. Wir gucken mal nach. Wir haben 11 Leute, 31 Essen, 15 Wasser, 3 Energy, 55 Schutz, 9 Betten. Das liegt daran, dass die Roboter ja nicht schlafen müssen. Moral ist ganz nett. Ich würde mal sagen, hier ist alles wirklich schick, 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 schick. Das heißt, wir gehen nach Hause in die Heimat und bauen ein Mechanist Gedenkstätte auf. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Das wird ganz spannend werden. Ah. Plasmagewehre und Plasmapistolen versuchen sogar noch mehr Schaden als Laserwaffen und können gegen Gegner. Aschehaufen oder ihre Pfütze aufsammeln. Gut. Fehlgeschlagen, Verteidigung und Finchfarm. Achso, das war super. So einfach ist das. Gut, wo wollen wir das aufbauen? Wir können das hier aufbauen, die Gedenkstätte. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspielen. Na, ich hoffe auch, dass ich kein Synth bin. So, da wollen wir mal einen Tisch aufbauen. Was haben wir denn da für Tische? Möbel. Tische. Der ist ein bisschen klein. Klein. Das wäre ein Billardtisch. Ich glaube, das wäre nicht so doll. Der würde eventuell gehen. Haben wir was Höheres? Der sieht noch nicer aus. Der wäre auch schick. Wie hoch ist denn der? Er ist sehr flach. Der ist dann höher. Nö. Oh. Der würde gehen. Bam. So, jetzt müssen wir mal gucken nach die Inventory. Inventory diverses. Wo haben wir das? Oder ist es unter Schrott? Nee. Gott, hier ist so viel Zeug. Aber ich hab's gesehen, dass es dabei war. Das ist die Zeichnung. Einmal ablegen. Ablegen. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ablegen. Ah, die kann ich nicht ablegen. Einmal das Modell. Nochmal ein Modell. Modell. Kennwort. Kellogg's. Gelehrter, Gelehrter, Gelehrter. War's das? Bist du sicher, dass wir das nicht noch brauchen werden? So war das. Muss das anders machen? So. Gar nicht so einfach. Oh yes. So.
Sag einfach Bescheid. Ja. Nein, ich hab's aufgesammelt. Was ist los? Keine Ahnung, wie viele Blasen ich hab. Hier drüben. Ja, geh da hin. Oh, ey, komm, ey. Geh mir bitte nicht auf den Nerv hier. Ah, jetzt geht's wieder. Gar nicht so einfach. Mensch. Mir fehlt dir eine Achse. Schön, dass mir die eine Achse fehlt. Nee. Versuch gerade mit Alt-Taste oder... Ah! Hui. Mit Alt-Taste. Ich sag's auch noch dann. Hui. Yes. So, jetzt muss ich die Teile, die ich nochmal aufgesammelt, rausholen. Wo haben wir es denn? Schubidubidu, schubidubidu. Guzzi-Modell. Da ist noch Roboterteilemodell. Hatte ich da noch was raufgenommen? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal sicherheitshalber. Schlüssel. Nö. Definitiv nicht. Okay. The next one, please. Geil. Warte mal, dann können wir den doch auch noch ein bisschen anders drehen. Können wir den ja da ranlehnen. Wenn ich da so weit rankomme. So, genau. Dreh mal den mal noch mal ein bisschen. So, dann ist der hier so in der Mitte. Oh, dann dreh mal den auch noch mal ein bisschen. Oh, Entschuldigung. Das ist eine richtige Fummelei hier. In real life wäre das alles so easy, ja? Jetzt lässt er sich mit Alt nicht mehr drehen. Warum? Warum lässt er sich jetzt mit Alt nicht mal manipulieren? Jetzt bin ich verstinkesauer.
So, der passt, der passt. Der Einzige, der jetzt nicht passt, ist der. So, das ist die Achse. Der will jetzt mit der Alt-Taste nicht mehr interagieren. Wenn es eine Story gibt, werden wir sie finden. Bin gerade etwas verzweifelt. Ich drück dort die Alt-Taste. Warum willst du jetzt nicht mehr? Jetzt wollte er gerade. Es ist sehr merkwürdig. Na, komm mal her. Ui, schwierige Geburt, aber wir haben es geschafft. Yes. The Machinist Gedenktisch. Da ist er. Bin direkterweise glücklich, dass ich das hingekriegt habe. Gut. Wow. Gerade noch so ein bisschen durch den Winde. War Piper? Wir müssen mal gucken, wie geht's denn den Leuten überhaupt hier? Wie geht's denn den Leuten überhaupt da? Wir haben 18 Leute, 30 H2O, 70 Wasser, 21 Energy, 86 Schutz, Betten und Moral. Alles schön und gut. Können wir denn hier was Spezielles noch bauen? Ich muss mal gucken, was haben wir denn noch hier? Ditte, was ist denn Ditte? Augenbot-Kapsel. Nach Ressourcen scannen. Das kann nach Ressourcen scannen. Das werde ich aber da nicht hier aufbauen, das werde ich bei der anderen aufbauen. Okay. Warum da der Plus ist, weiß ich auch nicht. Habe ich irgendwann mal was gedrückt, was da Plus angezeigt wird? Ich weiß es nicht. Strukturen. Haben wir denn da auch Strukturen Beton? Ist das auch neu? Strukturen Stall. Oh, hier direkt so einen Stall hinbauen. Welche Farbe hatten die? Also Holz. Okay. Dach. Wow, wir können hier mal ernsthafte Gebäude geworden, die besser aussehen. Ich werde irre. Mit Fenster. Wir sehen aber auch alle schäbig aus. Stallböden. Ach, da kann man direkt so angleichen. Da macht man so oben oder sonst wieder dann klack, klack, klack. Okay. Boden. Mit so. Ah, ich sehe schon. Interessantos. Ein kaputter Boden. Ist der Boden mit Patina? Wände. Okay, das sind die normalen Holz. Nee, die sehen auch besser aus. Aha. Was soll denn das sein? Ah, so ein großer Eingangsbereich. Das sind eine ganz schöne Menge Objekte geworden jetzt, oder? Strukturen, Stall und Dächer.
Ach, so ein Eckteil jetzt. Mit Dachpappe drauf. Geil. Wir können da so eine Pergola bauen. Ist ja mal Hammer. Okay. Treppen. Was haben wir da? Türen. Türen, Türen, Türen. Ich werde mal kurz drehen. Ah. Sonstiges. Pfosten. Ey, du bist ja voll der Pfosten. Scheiße. Oh, ein hoher Pfosten. The biggest Pfosten. Aha. Ein Nebenhäuschen. Für die Billhillies. Nebenhäuschen mit Fundament. Damit man das überall so mehr oder weniger hinpacken kann. Ach, so ein defektes. Was ist das? Ach, du Scheibenkleister. Okay. Kein Herzchen, sondern ein Mond? Ey Leute, verarscht mich bitte nicht. Warum kein Herzchen? Eine Dachkuppel nennt sich das dann. Könnte man auch so als Hühnerstall hier hin machen. Okay. Strukturen, Türen. Da ist hier eine neue Tür hinzugekommen. Guck mal. Irgendwie hat er gerade angezeigt, dass man ein bisschen... Aha, okay. Ist die mechanisch da? Die ist steuerbar oder was? Boah, die 7 Millionen Farben. Mhm, da ist auch nochmal so ein Elektroelement dran. Ne? Motorbetriebene Tür. Da steht's ja dann sogar. Man sollte schon mal lesen. Zäune. Schauen wir mal, ob es hier auch was Neues gibt. Wenn wir schon mal gucken, ne? Da können wir gleich richtig gucken. Ist ja so wie bei Sims 4, wenn man immer neue Sachen entdeckt. Yeah. So, Strukturen sonstiges. Da haben wir Käfige. Nochmal Käfige. Mhm. Stachelzäune. Totem. Yeah. Die will ich ja bestimmt nicht bauen. Geil! Wow, wir können hier Busse hinklatschen. Ist doch neu. Was ist das, ein Wohnwagen? Aha. Ja. Der ist recht gut erhalten eigentlich. Was sagen denn hier die Scheiben? Oh, so ein schöner Wohnwagen. Oder so ein Bus. Das hat doch auch was Schönes, oder? So, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier noch? Hier sind die Käfige, die ja auch neu hinzugekommen sind. Hier haben wir, was haben wir denn? Chance bei Versorgung mit Energie, einen Hund zu fangen. Zum Freilassen der Kreatur Energiezufuhr. Unterbrechen. Katze? Katze machen wir mal. Fleisch von sowieso haben wir ja sogar direkterweise. Holen wir uns mal eine Katze. Da hinten haben wir Dogmeat, da haben wir ja schon einen Hund. Und hier machen wir dann mal die Katze hin. So, mit Käfigen kannst du Kreaturen und Feinde einfangen und sie für deine Zwecke nutzen. Käfige funktionieren nur mit Energie. Wenn du schläfst oder außerhalb der Siedlung bist, besteht eine Chance, etwas zu fangen. Dies sollte nicht länger als eine Woche dauern. Hast du etwas im Käfig gefangen, kannst du es freilassen, indem du die Energiezufuhr unterbrichst. Der Käfig kann sich jedoch
auch durch Schaden öffnen. Außerdem locken deine gefangenen Artgenossen an, wodurch deine Siedlung wahrscheinlicher angegriffen wird. Einige Kreaturen gelten stets als gezähmt. Andere können mit einem verlaufenden Beta-Wellen-Emitter zahm gehalten werden. Gefangene Raider, Gunner und Supermutanten sind immer feindselig. Okay. Feindselige Katzen. Guck mal, was haben wir denn noch hier? Ja, da haben wir Maurusratten, Mutanten-Hundkäfig. Das sind die kleinen Käfige, dann gibt es mittelgroße. Aha. Das ist Gunner. Free Caps Gunzen Ammo. Hey, das ist doch schon fast lustig. Guck mal, ich mach das halt mal so rein, dann sieht man das ein bisschen besser in den Schriftzug. Okay. Dann haben wir mittelgroße Käfige. Was haben wir denn da für einen? Insektenkäfig. Alter, mir fehlen mir die Maulwurfsratten. Okay, ich verstehe. Dann haben wir Raider, Free Shams, Jets, Psychomedics. Ja, so funktioniert es. Dann haben wir nochmal Supermutanten. Kann mir nicht angezeigt werden. Wilder Ghoul-Käfig, Kirschen. Vorsicht. Joa. Der ist nicht so lustig. Aber wie gesagt, mit den anderen, der war schon ganz lustig. Brahmin, was hätten wir da noch? Mirlucken. Aha. So richtig mit Torklappe. Was haben wir denn noch hier? Mittelgrofer. Aha. Todeskrallen. Oh, niedliche Todeskralle. Ah, kriege ich nur nicht. Gut. Käfiger Arena. So, das ist eine Arena-Plattform. Das ist dann zum Kämpfen. Zugewiesene Siedler sind Arena-Kämpfer des roten Teams und können gezähmte gefangene Kreaturen gegenüber feindselig. Und dann haben wir nochmal rot. Das ist hier dann der Beta-Wellen-Emitter. Boah. Kreaturen, die nach dem Einschalten aus dem Käfig freigelassen werden, sind dir und deinen Siedlern gegenüber nicht feindselig. Ja, wir werden mal sicherheitshalber so ein Beta-Wellen-Emitter-Ding ins Bauen. Nee, können wir gar nicht. Tierfreund und Ödlandflüsterer brauchen wir dafür. Und dann Feierabend-Sirene lässt nach dem Einschalten die Siedler in der Nähe entspannen. Sieht aus wie eine Ampel. Ah, halt mal so ran. Dann sehen wir mal die Farben. Ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Feierabend-Sirene, hallo? So, was haben wir denn noch? Herstellung. Ist denn da was eigentlich Neues hinzugekommen, was wir hier irgendwo platzieren können? Kochherd, Kochstation, Labore, Powerrüstung. Irgendwie nicht großartig. Dann haben wir die Läden. Lädenverkäufer. Lädenrüstung, Waffen, Gastronomie, Klinik. Das sind die verschiedenen Abstufungen. Okay. Ressourcen. Bei Ressourcen ist ja was Neues hinzugekommen. Guckt mal. Wasserpumpe, strombetrieben. Produziert 10 Wasser. 3 Wasser. 40 Wasser. Benötigt 5 Strömlinge und Wissenschaftlichkeit. Wasseraufbereiter industriell. Alter Falter. Hier sind unsere anderen, die wir ja aktuell haben hier. Was nehmen die denn raus? 10. 10. Die fressen 4 Strom. Die 2 Strom. Warum sollte man dann bitte die bauen? Ach, ich sehe schon. Die kann ich überall bauen. Die muss ich nicht nur am Wasser... Das heißt, die kann ich woanders bauen und habe dann... Geil, gut. Nice, nice. Gut zu wissen. So, Essen. Haben wir da was Neues?
Mais, Melone. Nee, da gibt's keine neuen Pflanzen. Schade. Schutz. Dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn in Schutz? Da haben wir diese zwei Wachposten. Da hat sich nichts geändert. Da haben wir unser typischer Geschützturm. Scheinwerfer. Macht auch Schutz. Erstaunlicherweise. Gut, okay. Und Fallen. Eine Falltür. Flammenwerferfalle. Yeah. Da sieht man es. Da kommt der Flammenwerfer raus. Was ist denn das hier? Strombindende Sprungfalle. Ach, da steht man dann rauf und dann wird dann weggeschleudert oder so. Eine Spießfalle. Na, die kennt man ja aus verschiedenen Spielen. Hä? Und eine Sägeblattfalle. Ah, ich verstehe. Indiana Jones-like. Die geht dann so durch. Können wir die irgendwo so machen, dass wir mal die Farben sehen? So ungefähr. Ja. Da kann man die Farben sehen. Gut. Das war Schutz Energy. Den kennen wir. Aha. Ja, dann haben wir einen richtigen Fusionsgenerator. 100 Energie. Ist natürlich Hammer. Schalter und so ein Zeug. Ja. Wiss ich nicht. Hier, das ist neu. Eine Druckplatte, oder? Licht. Ah, das macht man so eher an der Seite ran. Sowas. Ne? An irgendeiner Stelle wollte sie doch ihn gerade. Hier, so zum Beispiel, da. Ja. Dann haben wir sowas hier. Das ist auch mal ganz lustig. Eine große Lampe. Ja. Eine Ampel? Geil. Ihn gerade ging sie kurz. Da war sie, da. Naja. Gut. Mhm. Die würde sogar gehen direkt dran. Ne? Das ist so eine Deckenlampe, die wird da nicht gehen. Und jede Menge andere Lampen. Lampen, 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 Lampen. So, was haben wir denn hier? Energie Sonstiges. Das ist der Rekrutierungsleitstrahl. Verschiedene Terminal, Leuchtkasten. Yeah, ja, mein Leuchtkasten. Der will da nicht passen, schade. Aktiver Lautsprecher. Mhm. Entfernt bei Aktivierung Strahlungsschaden. Braucht zwei Energie. Wir können uns ja mal so einen hier hinbauen. Den bauen wir mal einfach mal hier hin. So. Dann haben wir den nämlich auch. Was war denn das da? Eine übergroße Nixi-Röhre. Was soll denn bitte eine Nixi-Röhre sein? Was soll sie machen? Das ist die Frage. Hier steht nichts, was sie macht. Was ein bisschen schade ist. Neon, ABC, Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau. Lila, Zeichen. Achso, man muss noch weiter rein. Einmal open. Mhm. Dann gibt's Lila. Ah! Mir kommt eine geile Sache. Machen wir gleich. Jetzt verbinden wir erstmal die ganze Grütze.
So, den haben wir. Auch den haben wir. Gehen wir mal kurz da raus. Halt. So. Dann gehen wir hier so durch. Ach so, okay, gut. Haben wir. Gut, jetzt will ich mal was machen. Schubidubdubdubi. Aber nicht mehr heute, wir haben Überlänge. Wir machen das morgen. Das musste jetzt echt mal sein, so neue Sachen entdecken. Und morgen werde ich was ganz Schickes machen bei unser Dingsgebäude da. Muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Genau, sage ich auch immer. Und zwar, weil wir uns von Tag zu Tag hangeln, sehen wir uns morgen wieder. Hä? Genau, so machen wir es. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.